Moin Leute, Stefan hier zu einer kleinen Reihe übers ESG, gibt ein paar mehr Videos. Bei diesem Video zeigen wir euch einmal die Lokalitäten, sprechen mit dem Veranstalter Bertel und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Bis denn! Ja, einmal hier das Hauptgebäude wie beim SBG. Sieht man ja quasi Eingangsbereich, Duschen und so weiter und so fort. Druckluftfüllstation. Hier oben das Restaurant haben wir auch schon in unserem letzten Video gezeigt. Wird beim ESG natürlich genauso genutzt. Nur, dass wir dieses Mal auch hier den Bereich, das Main-Spielfeld, halt auch mit nutzen. Wir nutzen die ganzen Panzer und Fahrzeuge. Alles, was wir quasi in unserem SBG-Video auch gezeigt haben, ist dieses Mal aktiv mit auf dem Spielfeld. Und ihr könnt auch hier ruhig lang gehen, wie ihr wollt. ja, alle Leute haben Bock und gute Laune, sieht man ja. Ja, wir gucken hier noch mal ein bisschen rum und schneiden euch noch ein paar Szenen zusammen. Das sind übrigens die Jungs von Blackwater. Die kümmern sich um die gesamte Orga auf dem Spielfeld beim ESG. Heißt, die stellen die Missionsgegenstände hin, die gucken, ob Regeln eingehalten werden, die Kronen, solche Sachen. Dafür sind die halt alles zuständig. Und sie spielen halt auch noch die Drittpartei. Das heißt, manchmal gibt es Situationen, wo halt quasi ein Haus von Blackwater besetzt ist. Du, Team Blau, musst da was machen, Team Orange muss da was machen. Und der als erstes da ist, muss halt trotzdem noch gegen Blackwater kämpfen. Damit bringen sie so ein bisschen Balance ins Spiel und halt noch immer ein bisschen Spannung. Weil selbst wenn du weißt, okay gut, der Gegner ist noch nicht da, kann halt trotzdem immer jemand drin sein. Und ich glaube, das sind dieses Mal 70, 80 Leute. Und die machen das alle, weil sie da Bock zu haben. Das ist wirklich ein krasser Move, ne? Muss man schon mal sagen. Die machen auch alle einen guten Job. Gibt bei irgendwelchen Events halt natürlich immer irgendwelche Sachen, die halt haken, aber man muss halt schon sagen, bei der Menge und auch bei dieser Größe des Spiels ist halt schon wirklich geil. Und heute hat es halt Spaß gemacht. Wir gucken nochmal, was die anderen Tage so bringen. Wetter wird gerade nicht so schön. Schauen wir doch einfach nochmal. ESG, einmal das Eventcamp. Fressbude, 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 Trinkbude, Technik, Stände, 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 Fressbude. Technik zum Reparieren läuft. Wichtig immer, hier mal ein Softeis oder ein Slushy holen. Mal eigentlich immer jedes SBG, ESG läuft. Moin erstmal. Moin erstmal. Nee, wir sind hier auf dem ESG. Ja. Bertel, der Veranstalter. Da wollte ich mal ein paar Fragen zu stellen. Wie bist du da drauf überhaupt gekommen? Ganz ehrlich, ja. In der Sauna mit dem Lars in der Erdinger Therme. Klingt ein bisschen komisch, aber okay, ist eine gute Idee geworden. Ein bisschen schräg. Ja, okay. Hintergrund war eigentlich ganz banal. Ich meine, du bist ja mein McFit-General beim SBG. Ja. Was ist das Problem beim SBG? Die Tickets sind ausverkauft in 90 Sekunden. Ja, ungefähr. Und ja, dann war natürlich der Weg jetzt nicht so weit, mal ein McFit-Event zu machen. Eigentlich, wir trauen uns mal, ne, weil das hat ja bisher noch nie jemand ausprobiert, wir trauen uns mal zu versuchen, ob wir irgendwie das hinbekommen, einmal so ein McFit Big Game zu machen. Und dann haben wir festgestellt, dass es sowas weltweit überhaupt noch nicht gibt. Also die größte McFit-Veranstaltung war irgendwann mal in Kalifornien mit 520 Spielern. Und wir haben es einfach probiert. Und die 1000 haben wir nicht gerissen, es sind 986. 986 Spieler nur McFit. Muss man sich mal reinziehen. Wir bespielen quasi so viel, wie sonst beim SPG normal ist, mit Hopper-Leuten und so weiter und so fort. Aber dieses Mal rein nur McFit. Was ich sonst als General mitbekommen habe, der Unterschied, das Spiel läuft permanent, die Missionen laufen permanent, du hast keine Pausen zwischen. Also das ist für die Orga auch nochmal, glaube ich, eine ganze Schippe obendrauf. Ja, wir haben fast 70 Mann Orga gehabt und wir spielen ja quasi zwei Tage, also jeden Tag 8 Stunden durch. Ja, richtig. Wir haben insgesamt 60 Missionen. Wir haben die Panzerfahrzeuge in Game, wir haben die Artillerie, alles, was da irgendwie vorstellt. Das ist richtig geil. Du läufst da lang und auf einmal kommt da so ein Panzer neben dir langgefahren. Also wo hast du das sonst? Genau. Halt, ne? Und was halt auch, was mal ein bisschen stolz macht, ist das, dass sowas noch nie gegeben hat. Ich meine, wann hast du heute schon mal die Chance, irgendwas zu machen,
machen, was es noch nie auf der Welt gegeben hat. Ja, eigentlich gar nicht. Und damit praktisch schreiben wir Geschichte. Ne? Also das wird auch ein Wikipedia-Eintrag. Ja, das ist auch wert auf alle Fälle. Es wird definitiv das erste McFit-Festival der Welt und vor allem das größte McFit-Event der Welt. Und wir sind dann die, die als erstes ein Video dazu hochladen. Genau, ihr seid die erste Video dazu. Wahrscheinlich, oder? Mit Glück. Ich meine, wir sind ja schon langjährig Partner und ich bin ja froh, dass ich dich als General beim SPG habe. Im macht September immer wieder Gas. Ja, macht auch richtig Spaß immer, muss man sagen. Ja, und ein bisschen stolz ist man schon. Ja, auf alle Fälle. Ja, auf alle Fälle. Also das muss man mal sagen. Ich glaube, es war heute ein wirklich geiler Spieltag. Also mir hat es Spaß gemacht, auf alle Fälle. Und ich glaube, die anderen Leute hatten auch alle Spaß. Wir haben ja ein Jahr fast vorbereitet, weil man hat natürlich da schon Sorge, weil es gibt ja keine Erfahrungswerte. Ja, klar, wir haben vorher natürlich schon relativ große McFit-Events gemacht. Ja, was hatten wir? Ich glaube, jetzt beim SBG hatten wir so 350 bis 400 ungefähr. Genau, halt, sowas. Aber also 400 Spieler war bisher Max. Ja. Und das ist natürlich nochmal eine völlig andere Hausnummer. Und das irgendwie auch organisatorisch abzubilden, ist natürlich eine irre Herausforderung, vor allem wenn es keinerlei Erfahrungswerte gibt. Das ist so. Und vor allem auch, ihr habt ja noch eine Schippe draufgelegt zum SBG. Ja, na klar. Also halt sicherheitstechnisch die HQs eingenetzt, super geil. Auch die ganzen Missionen, dieses Buzzer-System, dass du wieder reinkommst. Aber das ist schon wirklich, wirklich krass, muss man sagen. Ja, also es hat wirklich gut funktioniert. Ja, also bis jetzt habe ich heute nichts Negatives mitgekriegt. Ein paar Kleinigkeiten hast du immer, was mal hakt, aber das ist halt bei der Größe und beim ersten Mal, also ich sag mal so, solange die Bühne nicht abbrennt und alle Spaß haben, das ist ja immer das Wichtigste. Und Wetter haben wir auch Bombenglück gehabt. Ja, wir sind richtig arrogant heute Mittag gekommen, weil da war es trocken. Okay, wir sind doch heute Morgen um 6 Uhr losgefahren. Es war wirklich Punkt, Spielstart, 11 Uhr, kein Regen. War trocken. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, dann danke erstmal für die ganzen Infos. Und ich freue mich auf den Spieltag morgen. Ja, das wird richtig geil. Für euch da draußen, schön, dass ihr uns zuschaut. Wir sehen uns. Bis dann. So, das war das nächste Video vom ESG. Wir wollen hier noch irgendwie die Hobitze mitnehmen. Weiß ich nicht, ob wir es schaffen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Könnt ihr gerne noch einen Kommentar da lassen, Like. Wir sehen uns entweder nächste Woche Montag beim nächsten Video oder auf dem nächsten Event. Bis denn.